Hallo, ist da jemand? Ja, guten Tag. Ich bin der Computertechniker im Apparat. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, wunderbar, hier ist Konstantin. Hör mal, ich habe, wie sagt man so, Trojaner oder Virus auf meinem Computer. Können Sie helfen? Ja, könnten Sie mir sagen, was genau passiert ist? Ich wollte ein Game of Thrones runterladen, zu angucken, ja, und dann ist so ein Fehler gekommen, da steht Netzwerk in Gefahr und Virus, Trojaner und Telefonnummer von Ihnen. First, sagen Sie mir, einen Moment. Nochmal, was Bitte soll ich einmal machen? Ihre Nummer sagen Sie mir. Meine was? E-Mail? Die Nummer sagen Sie mir first. Von Windows License oder was? Ja. Nein, die kostenlose Nummer. Ich weiß jetzt nicht, was Sie meinen. Sagen Sie mir Ihre Telefonnummer. Meine Telefonnummer, ja, Entschuldigung. Richtig. 040 040 867 867 955. 955. Okay. Und jetzt sagen Sie mir, welche Webseite haben Sie letztes Mal besucht? Pirate Bay. Okay. Kein Problem, machen Sie gar keine Sorge. Ich helfe Ihnen weiter, diese Probleme zu bereinigen. Einmal sehen Sie an der Tastatur, ganz unten links gibt es ein STRG-Taste, ja? Ja, genau. Daneben gibt es ein FN-Taste, ja? Nee. Neben Steuerung ist Windows-Taste. Oder was meinen Sie? Sagen Sie mir neben Steuerung, welche Taste sehen Sie? Windows. So nur drücken Sie diese Windows-Taste und Buchstabe R gleichzeitig zusammen. Also die zwei Knöpfe, beide drücken, ja? Die Windows und Buchstabe R gleichzeitig zusammendrücken. Kein Problem. Okay, habe ich gemacht. Was kommt jetzt auf Ihrem Bildschirm? Ausführen, ein kleines Richtig. Fenster. Richtig. Hier schreiben Sie zweimal H. Wie jetzt in dieses Feld rein, oder? An diesem Feld schreiben Sie zweimal H. Zweimal H, ja? Drücken Sie einmal Leertaste. Einmal die Leertaste, ja? Und nochmals H, H wie Heinrich. Was heißt das? Das heißt, zweimal H Leertaste. Ja, aber was bedeutet das? Herr, wir machen eine Sicherverbindung mit Ihrem Computer, damit sehen wir, was genau passiert ist. Ach so, okay. Da ist jetzt ein kleines Fenster aufgegangen. Wie bitte? Da ist ein neues Fenster gekommen. Hallo? Ja, bitte. Da ist ein neues Fenster aufgegangen. Welche Fenster? HTML-Hilfe? Helfer. Neben HTML-Helfer gibt es ein kleiner gelber Fragezeichen, ja? Ja. Ja. Was kommt jetzt? Soll ich da drauf drücken oder was? Ja, jetzt haben Sie die gelbe Fragezeichen gedruckt? Ja, da ist so ein so kleiner machen, größer machen und sowas kommt da jetzt. Soll ich das wieder zumachen? Ja, hier schreiben Sie, einmal klicken Sie auf zu URL springen. Darauf klicken. Okay. Und was soll ich da reinschreiben? Hier schreiben Sie dreimal W. Ja? Dann geben Sie einen Punkt. Was soll ich machen? Dreimal W. Ja? Oh, dein Handy Geben klingelt Sie einen gerade Punkt. an. Wie bitte? Dein Handy klingelt gerade an. Woher? Weiß ich nicht, hab da ein Handy gehört im Hintergrund, Smartphone. Nein. Nein? Da bin Nein. ich noch bekloppter, als ich mich fühle. Hahaha. Dann rufen Sie einen Lokalfachmann her. Es tut mir leid. Was machen? Rufen Sie einen Lokalfachmann. Wozu?
Ich weiß nicht. Also Danke. ich habe jetzt www. geschrieben. Was soll ich jetzt machen? Herr, einen Moment, warten Sie. Ja, danke. Okay, was haben Sie geschrieben? Ich habe geschrieben, www. Also nicht Punkt geschrieben, sondern einen Punkt gemacht. Okay. Und jetzt? Dann U wie Udo, Udo? L wie Ludwig, Ludwig? T wie Theodor, Theodor? R wie Radio, Radio? A wie Anton, Anton? V wie Viktor, Viktor, I wie Ida, ihr da? E wie Emil. Emil? Dann drücken hier einmal Leertaste. Aha. Was haben Sie geschrieben? Einmal wiederholen Sie. www.ultra und dann VIE. Viktor, Ida, Emil war letzter. Hallo? Ja, bitte. Ja, was soll ich jetzt machen? Einen Moment, warten Sie und bleiben Sie im Apparat. Danke. Hallo? Ja. Ja, jetzt sagen Sie mir, was haben Sie geschrieben? Habe ich doch schon. www.ultra und dann Viktor, ihr da, Emil. Und dann W wie Wilhelm, Ein Wilhelm, ja. E wie Emil, Aha. R wie Rudolf. Ein Rudolf, Rudi Winkler. Geben, Was geben Sie kennst du einen den auch, Punkt. hein? Ja, ein Punkt. N wie Nordpol, E wie Emil und T wie Theodor. Also ultraviewer.net. Richtig, jetzt auf OK drücken. Okay, mache ich. Vielen Dank, dass Sie mir helfen. Das ist sehr gut. Ich bedanke mich auch, Herr. Sie haben uns angerufen. Ja, da ist jetzt ein Seite aufgegangen. Okay. Ist aber alles auf Englisch. Ich kann kein Englisch lesen. Was kommt jetzt? Sagen Sie mir fest. Das ist eine neue Internetseite, aber ich weiß nicht, was ist das, weil das ist alles auf Englisch. Nochmal sagen Sie mir, etwas sehen Sie auf Ihrem Bildschirm Ja, oder es ist nicht? eine neue Internetseite, aber alles auf Englisch. Ich kann kein Englisch. Alles auf Englisch. Sehen Sie ein More Info Download? Ja, Ein Profile, ein grüner ganz Kasten genau, ganz oben. genau, ganz genau. Klicken Sie auf Download. Aha. Und dann Jetzt runterladen unten sind oder die Kommentare. ausführen? Ausführen, ausführen. Ausführen. Jetzt auf Ja drücken. Hast du dir schon mal ein Gemüse wie Rettich oder Gurke eingeführt? Hallo? Ja, bitte. Ich habe gefragt, hast du dir schon mal großes Gemüse wie Gurken oder Rettich eingeführt? Rettich, oder? Rettich, ja. Nein, warum? Weiß nicht, manche Leute mögen das. Nein, Herr. Das ist immer, wenn ich mit einem Mann länger als 2 Minuten spreche, muss ich das fragen. Das ist nicht böse gemeint, ne? Das ist ein Zwang bei Nein, mir. nein, nein, machen Sie gar keine Sorge, Herr. Darüber machen Sie gar keine Sorge. So ist nur, sagen Sie mir, haben Sie ausführen gedrückt? Ja, hier ist jetzt ein Programm aufgegangen, aber Jetzt ich auf weiß nicht, was ich Ja drücken. machen soll. Ich habe echt Herr, ich habe Angst Ihnen wegen meinem gesagt, ich Computer. mache eine sichere Verbindung mit Ihrem Computer. Damit wir sehen, woran liegen die genauen Probleme.
Wenn Sie wollen, ich mache das für Sie. Ja, bitte, bitte. Ich brauche meine Computer für Schule. So sagen Sie mir, wo sind Sie jetzt? Ich habe das Ultra Viver 6.5 offen. Haben Sie ausgeführt? Ich habe das ausgeführt und den Rettich eingeführt. Bekommen Sie ja oder nein? Nee. Ich habe jetzt hier. Das ist halt alles auf Englisch, Mann. Ich weiß nicht, was ist das? Da ist ein. Bekommen Sie Next? Optionen Next? Nee, ich habe das Programm selber ist auf. Und da Das heißt, steht. bekommen Sie auf Ihrem Bildschirm? Da ist oben so ein Mann, der sieht aus wie Hitler. Und daneben steht Control A Remote Computer. Und Okay. Partner-ID und darunter steht Passwort. Okay, haben Sie ein ID und Passwort, ja? Ja, habe ich da. Sagen Sie mir, was ist die ID? Welche Idee? Wegen dem neuen Buch oder? Ich sehe hier auf Ihrem Bildschirm. Ach so, das Partner. ID, ja. 5, 4? Einen Moment bitte. Einen Moment bitte. Aha. Jetzt sagen Sie mir. Ja, 5, 4? Ja. 4, 1, 8? 4-1. Und Fünf dann vier. 4-1. 8, Acht. 5, 9, 3. Das ist ein Neun, Gedächtnis wie ein drei. Maulwurf, ha? Und jetzt sagen Sie die Passwort. 8, 7, 1, 5. Du Okay. Klabautermann. Ich will, dass du mich als Eber betitelst. Ich will von Okay, dir jetzt geht hemmungslos das bitte sein. Jetzt, angestarrt ich werden. mache alles für Sie. Einen Moment bitte. Was genau passiert ist, könnten Sie mir sagen? Ja, ich wollte bei Pirate Bay, wollte ich Game of Thrones runterladen. Öffnen Sie bitte. Öffnen Sie bitte. Selber machen Sie bitte. Warte. Hier, ich habe hier eingegeben, Game of Thrones. Wollte ich runterladen? Ich weiß nicht mehr, welches ich davon angeklickt habe und dann ist dieses Fenster gekommen mit Virus. Ah, guck mal Welches da. Fenster bekommen? Das sah so aus wie das, nur ein bisschen anders. Und dann klicken Sie darauf. Nee, das will ich ja nicht haben. Irgendwo hier habe ich geguckt gehabt, weil ich wollte das runterladen. Welches war das? War das das hier? Hey, warum ein Moment. Sagen Sie mir zuerst, warum besuchen Sie eine kostenlose Webseite? Weil sie kostenlos ist. Ja, das ist eine Pirate-Webseite. Warum? Warum? Weil es nichts kostet. Wenn Sie diese Game of Thrones im Hotstar gehen, dann Disney Hotstar gehen, dann bekommen Sie gar kein Problem. Warum gehen Sie in diesem ein kostenlose Webseite? Ja, weil ich nicht bezahlen will, verdammt. Alles teuer Dann geworden. deswegen Ich bekommen Sie habe. alle diese Probleme her. Ah, Scheiße. Ja, ich hab's gemerkt. Ich wollte doch nur Game of Thrones gucken. Zusammen mit Ja, meiner haben Sie. Mamuschka und meinem Devoschka und meinem Babuschka. Und kannst du das reparieren, mein Bruder, oder geht das nicht zu reparieren? Nein, das geht nicht. Ich müsste da sagen, ich brauche keine NordVPN. Reparatur. Guck mal, NordVPN, Wie das bitte? sind die einzigen von diesen ganzen Standardtypen, die mir noch kein Kooperationsangebot für den Kanal geschickt haben. Ich kriege ja immer so dubiose Angebote, aber NordVPN hat sich bei mir noch nicht gemeldet. Bin ich wohl doch noch zu Ja, habe ich uninteressant für. verstanden, aber wegen dieser kostenlosen Webseite, so besuchen Ihre Computer infiziert ist im Moment. Scheiße, Mann. Das kann sein, dass blockiert ist, okay? Ich mache eine Reparatur, aber es dauert Zeit, okay? Ich brauche mindestens 40 Minuten, diese Reparatur zu machen. Ja, das ist in Ordnung. Aber diese Reparatur kostet Geld. 4,99? Nein, das kostet ungefähr 150 Euro. Ist das Ihre Internetseite hier? NordVPN? Nein, das ist nicht unsere Internet-Webseite. Das ist ein VPN. Ach Das ist so. ein VPN. Wo ist denn, was ist denn Ihre Internetseite? Können Sie hier schreiben? Herr, Sie haben ein Problem bekommen, okay? Dann bekommen Sie unsere Nummer auf Ihrem Bildschirm. Ja, ach so geht das. Okay. Ja. So, wenn Sie wollen, ich mache das für Sie, die Reparatur. Ja, weil runterladen bei Pirate Bay ist natürlich verboten, ne? Ich mache hier dafür in Ganz genau, keiner ganz Form genau. Werbung. Nur, Ganz dass das genau. nochmal So, gesagt ist, diese, wir machen ein das. einmaliges Reparatur, okay?
an diesem einmal Separator, während Ja. Charlie dann alles Da aufwirft, darf ich während kurz zu Charlie Ende dann zurück erzählen, das schreit. ist ganz wichtig. Also damit das Ganze hier nicht gesperrt wird oder sonst irgendwas, das ist rein zu Dokumentationszwecken. Pirate Bay ist natürlich ganz böse und verboten und bitte lade da nicht runter, sondern kauft bei den Originalproduzenten. Es sei denn, es ist irgend so eine billige Herr der Ringe-Kopie bei Amazon. Danke. So, jetzt kann es weitergehen. So machen wir weiter. Ja, klar. Okay. Ich brauche hier ein paar Informationen, damit ich dokumentiere alles. Ich brauche hier vollständige Name, Ja. E-Mail-Adresse und Telefonnummer und die Adresse, damit ich alles dokumentieren kann. So Ja, bitte selber schreiben hier vollständige Name. ja. Oh, ich bin ganz aufgeregt. Aber man kann Computer wieder reparieren, ja? Ich mache das für hierher. Warum? So. Okay. Ich dokumentiere alles. So sagen Sie mir, welche Möglichkeit haben Sie für die Bezahlung? Machen wir mit Gutschein, oder? Mit Gutscheinen? Ich habe keine Microsoft-Gutschein. Nein, dann sagen Sie mir, Soll welche ich soll Möglichkeit ich haben Sie für die Bezahlung? soll ich Überweisung machen? Nein, im Moment, das geht nicht. Im Moment machen wir nur mit Gutschein. So, wenn Sie einen Supermarkt haben in der Nähe, dann machen wir mit Gutschein her. Was für Haben ein Sie einen Gutschein denn? Supermarkt? Sagen Sie mir, haben Sie einige Supermarkt in der Nähe? Ja klar, hier ist ein Netto auf der anderen Straßenseite. Netto. Dann was machen Sie nur? Fahren Sie zum Netto und besorgen Sie die Steam-Karte von 150 Euro, ja? Steam-Karte? Mit Was diesem macht... Steam-Karte, Ja, wir aktivieren ich weiß Ihre alle was. Sicherheitsprogramme nach Ihrer Arbeit. Aber was hat Das ist Steam so. damit zu tun? Herr, das ist die Zahlungssache, okay? Wenn wir haben die Überweisungsmöglichkeit nicht, dann machen wir mit Gutschein. Also von Steam habe ich hier sogar noch. Wir wollten, einen Kumpel hat am Wochenende Geburtstag. Für den haben wir 200 gekauft. Kriege ich 50 Euro zurück dann von euch? Das geht nicht. Es tut mir leid. Sie sollen nur von 150 Euro Karte besorgen. Ne, wir haben vier Karten mit 50 Euro gekauft für ihn. Weil der ist so Dann ein. das ist gut. Dann nur drei Karte eingeben Sie selber. Das ist so ein 7 Days to Die sucht die mit. Ich muss gerade noch mal gucken, wie viele Stunden der hat. Falls das irgendjemand von euch gerne spielt auf dem Telefonsiege Discord, spielen wir manchmal 7 Days to Die zusammen. Der hat jetzt 2700 Spielstunden, verdammte Axt. Und dann So, kriegt der jetzt halt auch haben Sie mit mal Ihnen so Karten. diese Steam-Karte? Ja, soll ich die hier reinschreiben? Ja, first hier. Nur die drei Karte eingeben. Warte, ich mach dich mal kurz. Ich nehme mal kurz Headset auf. Muss ich kurz gucken. Wer hat denn das schon eingepackt für Geschenke? Okay. Wie lange dauert dann zu reparieren? Das dauert mindestens 30 bis 40 Minuten. So lange. Ja. Und danach ist dann alles wieder repariert, ja? Und dann kann ich wieder Sachen runterladen. Bitte schreiben Sie die Karte. Ja, warte, ich habe es gefunden. Oh, ich bin ja so froh, dass mein Computer noch gerettet werden kann. So, kann es dann losgehen? Nein, das geht nicht. Was geht nicht? Das ist nicht ein Steam-Karte, Herr. Doch. Da habe ich was falsch gemacht. Wo steht denn die Nummer, die du brauchst, Bruder? Sag mir. An der Rückseite haben Sie ein Silberfolie. Bitte sehr leicht abkratzen Sie diese Silberfolie mit der Münze und dann hier hinten an diesem Silberfolie bekommen Sie einen Code. Also Sie sollen diesen Code ich eingeben. habe jetzt den RN-Code abgeschrieben, dann war das falsch, ha? Das ist falsch. Bitte kontrollieren Sie nochmals.
So, dann gucken wir noch mal. Und wo habe ich jetzt angerufen? Wo ist dein Callcenter, Bruder? Sag Nochmals mir, bitte, habe ich nicht verstanden. wo ist dein Callcenter? Herr, Ihr Anruf genannt in den München. Wenn Sie wollen, wir machen die Reparatur sofort. Wenn Sie nicht wollen, bitte nur Telefon auflegen. In München? Ja. Cool. So, guck mal, ich habe hier die Stimmt. Karte. Die Karte ist von Ja. www.motherchord.in. Verstehst du das, du Hundesohn, du Elender? Such dir richtige Arbeit. Nein. Motherchord, Bandchord, Terry Markichord, Bangalore, Nein, ich verstehe Idinahui, was. Suchka. Ich verstehe nur, Sie sind ein Arschloch. Du Sie mein Arsch lecken? bist eine Schande für ganz Hindustani, Bled. Nein. Was ist los mit dir? Fucking criminal Scumbag, Bled. Madariaka, stop it. Give me your manager, stupid. Ja, ich bitte hier, bitte bleiben Sie im Apparat, okay? Ja, ich bleibe am Apparat, Motherchord. Okay. Jetzt kommt bestimmt die Intelligenzkrabbe schlechthin ans Telefon. Oh, hey! Und weg war er. Mistvögel.